Willkommen zurück zu Dinosaur 7 Empires! Ja, Freunde, nachdem der letzte Part sich ein bisschen gezogen hat, hat Lebu eines jetzt aber beschlossen. Er rebelliert! Er rebelliert gegen Dongjua, den Tyrannen! Diotan macht es nicht mehr mit, für ihn den Tänzer die Tänzerin zu spielen und die ganze Vergewaltigung. Man weiß ja nie, was sich da alles so abspielt. Dongjua, was der mit Diotan alles anstellt, ist doch nur die Sklavin für ihn. Deswegen hat sie sich an Lebu gewandt. Lebu, der stärkste Krieger im Land. Und ja, er hat sie natürlich schon um ihren Finger gewickelt. Und ja, jetzt Rebellion, Rebellion, Freunde. Rebel! Mit Lebus Freunden, Diotan und Zhang Liao. Beste Freundin, bester Friend. Ja, ein bisschen komisch ist es schon, weil Gao Shun nicht dabei ist. Gao Shun gehört ja auch zu den festen Freunden von Lebu, beziehungsweise größten Offizieren unter Lebu, also. Aber er ist nicht dabei. Leute Gottes. Können uns nur das ein Land aussuchen. Na gut. Rebel. It takes great strength to respect the chaos that envelops us. Please allow me to support your rebellion. Oh, gerne doch, Schätzelein. Nobody has control over me. From today forth, I shall conquer the land for myself. Und vor Diotan. Lebu, das verheimlicht sie uns nur allen. What the fucking hell? What's going on here? Wir haben schon Brave 7. Alter, wie geil. Explosions. Wie geil ist das denn? Brave 7, Freunde. Brave 7! Wenn wir 9 haben, dann geht die Post ab. Ich sag's euch. Kostet zweimal was, aber wir haben so viele Ressourcen. Läuft. Explosions. Oh, Explosions! Ah! Ah, wie geil. Explosions. Komm schon, da muss was weg. Da muss was weg. Da muss was weg. Resolute Defenses. Yeah. Explosions ist richtig geil. Kostet natürlich auch ein bisschen. Okay. Dongjua. Oh nein, der Xuhuang ist da jetzt. Im letzten Part haben wir Search gemacht und haben praktisch Dongjua jetzt Xuhuang geschenkt. Und jetzt kämpft er gegen uns. Na super. Ma ciao. Hier Xuhuang got ni Isklamurt. Und wir nur Zhang Liao und Diotan. Aber Lebu. Und alles im Chaos Mode. Ja, dann mal gute Reise. Alter. God damn it. Müssen jetzt so eine wir losen eh Mucke nehmen. Moment mal, das kenne ich. Bei Dynasty Warriors 3 bei, da gibt's so eine wir losen eh Mucke. Wir losen eh Mucke, auch nicht schlecht. Wo war losing? Genau, das meinte ich. Damn, damn, damn. Let's go hier. Yeah. Plitch nehme ich natürlich trotzdem mit. Ah, das erinnert mich an mein Yiling. Das ist für mich Yiling Theme, aber ist es nicht? Das kam in meinen Yiling, wenn der Feuerangriff von Zuran kam. Ja, ich kenne natürlich jedes deines Warriors auswendig. So. Und tschüss, Mann. Ach, komm hier doch nicht alles ab, Liu. Mensch. Nur weil du Stratege bist. Tja, Dongjua kann sich einen neuen Marshall suchen, denn Lebu macht das nicht mehr mit. Und tschüss. Doch, wer liegt denn da so am Boden? Am Boden zerstört. Am Boden der Verzweiflung. Und Schlitz. Und bam. Der Liu-Spieß. Heute im Sonderangebot. Aufgespießt, du Lappen. Und einnehmen hier. Oh, Bogenschützen! Oh Gott. Ich muss immer laut aufschreien im Chaos Mode. Ein Bogenschütze. Immer Bogenschützen! Wir werden noch unseren Spaß haben im Chaos Mode. Ah, hab mich doch was erwischt. Ah, Jexu! Nee, 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 nee. Auf dich habe ich keinen Bock, denn du kannst ganz schön schnell angreifen. Du bist nicht ohne hier. So, und deswegen mache ich das so. Ha, er hält nur einen aus, aber das schreckt mich ab. Dup, dup, dup. Oh, ich mag das hier. Die Mucke ist so geil. Oh, ich will unbedingt Dynasty Warriors 3 Let's Play. Aber kommt erst nach Dynasty Warriors 7. Also nach Dynasty Warriors 7, es kommt ja noch Eroberungsmodus und Extreme Legends. Danach kommt das. Was hat er gemacht? Unmovable, ja, nee, ist klar, immovable. Ist ja nicht schlimm oder so. Immovable. Das heißt, wir können ihm keinen Schaden mehr machen. Wir können ihn nicht zurückstoßen. Und er kriegt einen Angriffsboost. Ja, nee.
Ist klar! Alter, und er verfolgt mich jetzt. Nein, ich brauche keinen Stalker-Zugang. Alter. God damn it. Aber es ist zu Ende. Ja gut, jetzt habe ich beide hier. Ja, ich weiß schon, wie ich mit solchen umgehe. Mit euren Kaliber. Lightning Speed. That's what I need. The Speed. Und tschüss, Mann. Oh nein. Der macht Musu. Oho. Erstmal so einen fetten Stein gecastet. Mal schauen, was es dauert. Gib mir was. Bogenschützen. Geht baden. Wow, wo kommt der denn weg? Ah, nein. Na, no, wieso konnte ich die Abwehr nicht überreden? Ah, aber irgendwie ist er trotzdem zurückgeschreckt. Oh, Forced Retreat. Tja. Oh, holy shit. Oh my god. Oh, das Lager ist auf dem Berg. Das ist doch richtig fies. Oh yeah. Wo ist eigentlich Hua Xiong? Im Ernst? Hua Xiong. Bist du denn? Zeig dich doch. Da unten ist er in dem Lager. Das will er aber wiederholen. Ey, und Finger weg von Red Hair. Hol ich erstmal Red Hair lieber zu mir wieder. Pillage noch ganz schnell aktivieren. Dann kriegen wir das Geld. Haha. Jo, bringt mal das ganze Zeug schnell weg. Und tschüss. Und tschüss. Solche dreisten Säcke, ey. This area is mine. Jo. Ganz schnell noch das nächste einnehmen. Ich hoffe, das ist auch ein Lager. Es ist kein Lager. Dann hole ich mir jetzt erst das Lager. Was? Die haben Hua Xiong besiegt. Good job. Ich meine, ihr seid zwar zu zweit, aber. Naja. Trotzdem, good job. Hua Xiong ist ja nicht ohne. Er hat ja hier richtig eine Waffe. In diesem Spiel, Bart! Und ich finde Lubus Hellebar, da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Das ist so ein geiles Design, ey, mit dem Dämonenauge da und so und alles schwarz, ey, es passt so geil. Ach, das ist so geil. So herrlich. Das ist noch geil, oh yeah. 5 Gold. Gut. Dann erobern wir noch ganz schnell dieses Lager hier. Dieses Camp. Immer diese Camper. Immer diese Camper. Oh, und tschüss. Ah, Explosions nehme ich glaube ich nicht normal, weil ich hätte lieber Mobilize benötigt, weil dann können wir uns immer heilen im Lager. Was heißt immer einmal halt. Aber manchmal ist es ja nötig. Oh ja, yeah, wir kennen das alles. Wenn der Gegner Musu macht, das ist nicht mehr witzig. Dann hat der Gegner Macht. Versteht ihr? Musu macht, er hat Macht. Ich glaube, ich habe diese Schlacht noch nie gespielt. Wenn ich auf dieser Seite bin, also kann mir nicht vorstellen, dass ich hier schon mal war. Weiß ich echt nicht. Ich glaube nicht. Ist immer nur als als Streitkraft gespielt, die halt auf dem Berg startet. Zack, 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 zack. Und tschüss. Ja, das haben wir gleich. Ey, das Base kann ganz schön viel einstecken. Und mir macht der Jirk zu Sorgen. Ey, wir müssen ihn mal isolieren. Ah, nein. Führt eine Linie tatsächlich zu dem Base dahin. Ach, goddammit. Auch wenn wir das jetzt da einnehmen. Ah, Mann. So ein Bullshit. Ich krieg die Krise. Oh, Mann. Was soll denn das? Und Suang ist auch schon wieder da. Oh, Gott. Der Tyrann muss gestürzt werden. Oh, nice one, Diotan. Und Defensive Base rausgemacht. Geile Sache. Sitzen nicht zwei gegnerische Offiziere. Doch, Hua Xiong ist auch wieder da. Hallo, Hua Xiong, altes Haus. Alter. Weil das Problem ist, auch wenn wir auch Tongjua töten, den Tyrann stürzen. Dann haben wir hier nur eine Streitkraft von zwei Offizieren. Oh Gott, und das ist Chaos Mode. Ich hab mir auch das Schwierigste ausgesucht, was es gibt. Ich will die Challenge, ich will die Challenge. Lubul will sie auch. Oh Mann, ich bin krank. Bin krank. Ich brauch das. Ach, Xuang, ach, gibt's doch nicht. Und zack. Abwehr durchbrochen und da gibt's die Gegenwehr. Ja, fast ein ganzes Leid. Was machst du da auf dem Fässer?
Du hast es erfasst. Das Fass. Fass ohne Boden. Wow, wo ist der? Oh nein, der stärkste Offizier von Dongjua. Kimon! Alter, nicht mal eine ganze Leiste weg. Was ist denn mit Hua Xiong los? Hält ja richtig viel jetzt aus. Bäm! Oh, ne Bogenschütze! Bogenschütze! Oh, wie viele auch noch? Oh nein! Oh nee! Nein! Vorsicht! Nein, der hat er wegen Retz. Hiaxu hat er Retz. Also wiederbelebt, wiedergeholt. Oh nö! Uka Uka! Willst du jetzt hier einen auf Crash Bandicoot machen oder was? Die Maske von Cortex heißt auch Uka Uka. Uka Uka! Gott. Nikut, Need Officer is like you in our army. Ja, ich war in eurer Army. Hat mir nicht gefallen, ja? Hätte mir wenigstens mal einen Tee anbieten können, aber nein. Dongjua denkt nur an sich. Niro hat sich zurückgezogen. Epic Shit, nice. Nice work, Zhang Liao. Aber das konnte man ein anderes erwarten von Zhang Liao. Im Ernst. Erstmal muss ich mich umschauen. Nee, 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 nee. Sieht nicht nach Bogenschützen aus. Okay. I love that. Und tschüss. Dongjua kann sich mal blicken lassen. So. Explosions. Lassen wir das Lager mal im Brand aufgehen. Und dazu noch Immovable. Jetzt zeig dir mal die wahre Macht von Lubu. Ach, was willst du eigentlich, Dongjua? Im Ernst? Ach, was geht denn ab? I've seen you somewhere before. Forget it. I'm about to bury you all the same. Das war's aber schon mit dir. I'll never forget this. I'm not through yet. Ja, Dongjua. Wir sehen uns wieder in der Hölle. Tja. Tja, das war's. Tyrannei besiegt. Yuan Shao kann auch chillen. Yeah. Und wir kriegen die grüne Farbe. Grün für Liu Bei, für Tugendhaft. Ja, Lu Bu und Tugendhaft. Ja. Wo wir Liu Bei gespielt hatten, hatten wir die blaue Farbe. Okay. Blaue Farbe für Cao Cao, der nach Macht strebt. Mhm. Oh. Die Filmsequenz kenne ich selbst noch nicht. Hm. Taishita koto nakatta na. Mohaya ore ga shitagau riyu wa nai. Ey, das ist so geil. Oh, mit Blitz. Richtig gut gemacht. Die kennt sich selbst noch nicht. Wir spielen jetzt. Das ist jetzt so realistisch, weil Lubu hat ja Dongjua wirklich erschlagen. Darum habe ich ja diese Story gewählt. Habe ich schon mal erzählt. Oh, da seht ihr. Ich habe nicht gelogen, ja. Habe ich noch nicht gemacht. Rex to Riches. Ja. Das ist der American Dream. From Rags to Riches. Wir sollten Employ machen. Im Ernst? Hua Xiong wäre cool. Oh ne, Gao Shun. Gibt's den irgendwo? Gao Shun. Gao Shun. Dongjua, ja, klar. Regime gestürzt und dann wieder einstellen. Oh, Gao Shun. Vincent, your abilities have made it. You're an outcast amongst your peers. Join me and nobody shall be regret. You are strength. Yeah, invite me to join you. Thanks, I would be happy to go with you. Yeah! Aber jetzt noch Cheng Gong. Ach nee, Cheng Gong existiert gar nicht. Cheng Gong existiert gar nicht. Irgendwie. Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist auch bei Cao Cao. Aber bei Dongjua nicht. Ja, invade another kingdom. Wer ist denn hier? Das könnte man dem mal wegnehmen. Wieso hat der Huang Fuzong? What the fuck? Huang Fuzong? Hä? Warum unter hier hin? What? Huang Chu Zhuguliang hat der? Oh nein, den greifen wir an. This is my plan of action. Also wir machen jetzt natürlich wieder Herrschermodus. Das war's mit Offizier, aber ich mache auch noch ein Szenario, wo wir Offizier bleiben. Also, so ist es nicht. Das war jetzt das Rebellion-Szenario. Beziehungsweise, es fängt gerade erst an. Wir haben ein Land. Ja, ja, darum sagte ich bewusst, das wird das längste Szenario. Wir können natürlich da auch mal uns umschauen. Wen haben wir denn hier?
Oh, ich wollte auch gerade sagen, Shao Yun nehmen wir, aber Shao Yan. Ah. Ah, nee, den wollen wir nicht. Oh, Luzi. Und King Midan, wer ist das? Und Hatsui. Mateng, Machao. Shimaji. Okay. Da ist die Entscheidung nicht mehr schwierig. Sie ist your abilities, ja. Fine. We shall work together with you. I suppose there are worse ways to pass the time. Okay, haben wir schon mal den Strategen. The terms of agreement we are proposing, what do you think? When we met. Excellent, we have a deal. You have a skill for making the right decisions. Alter! What's going on there? Meng Wu greift Liu Yan an. Oh, wenn er die erobert, dann kriegt er den ganzen Scheiß hier. Hat er einen Yonkai? Ich gehe wieder jeden auf den Sack mit Yonkai. Ich weiß. Aber ich mag den. Ich mag den doch so. Nee, der hat er nicht. Aber der treibt sich, glaube ich, in diesem Gebiet immer rum. Yan Mai Hu. Was? Wieso hat Yan Mai Hu? Wieso gewinnt Yan Mai Hu bei jedem Szenario? Das müsste doch eigentlich Liu Yong tun. Wang Lang wird jetzt wahrscheinlich auch vernichtet. Sun Jian noch ganz allein. Alone. Wir haben ja schon zwei Länder. Yuan Shu. Oh, Cao Cao. Und Yuan Shao. Sollte mal Gong Sun Zhan besiegen. Sehr, sehr interessant. Yuan Shao. Drei Länder. So, Überrest von der gelben Turbane. Tschüss. Okay. Party. Komm, eine Party machen wir noch, aber dann brauchen wir erstmal mehr Offiziere, dann geht's richtig los hier mit der Party. Ich überlege noch mal Chao zu nehmen oder Hansui. Fanshao, Yixu. Gibt's ja nicht noch so ein Song Xiang oder so? Ehe. Diese Ehe, die scheiterte leider. Ehe. Geiler Name. Ach komm, wollen wir nicht doch Hua Xiong nehmen, auch wenn er ein böser Dongjua-Offizier war. Ah ne, der hat Friendship Ehe, aber vielleicht klappt's hier. Nee, war klar. Der hasst uns jetzt. Nochmal Employ. Wollen wir den King Midang nehmen? Ist er da noch? Oder Zhang Xiu. Ja, Zhang Xiu könnten wir auch nehmen. Aber wenn King Midang da noch ist, dann nehmen wir den. Nee, der ist er auch gar nicht mehr. What the fuck? Schon anderer. Ach nee, da ist er. Wollen wir den echt nehmen? Na gut. Erzählt mir mal, was es mit dem auf sich hat. Heimal Google gibt's nichts, oder? Kenne mich ja über viele Offiziere aus, aber Midang nie was von gehört. Taucht ja auch nur in Dice World 7 auf. Und Gong Sun Zhan greift Yuan Shao an. Gott. Ach komm, Employ nehmen wir jetzt auch noch den guten Zhang Xiu mit. Und dann haben wir schon mal ein Team hier. I can see you are need of my service. I can in the case. Let's go forth together. Jo. So, machen wir noch einmal Training hier. Oh, jetzt sind wir wieder auf Level 1. Oh Mann. Schlecht. Was? Yuan Shu, du Sackgesicht. Jetzt greift er uns an. Alter. I have a request. Of course I know you listen to me. Dongjua will jetzt Lu Bu beitreten? Hm? Aber ich akzeptiere es jetzt mal, es ist halt Dongjua. Allow me to teach you what I'm sure of paradise consists of. Tja, so wechselt die Regierung. Krass. Ja, Lu Bu. In wait. So, den Yuan Shu, den werden wir gleich mal so richtig was aufs Face gehen. Das werde ich natürlich offscreen machen, die Schlacht. Und im nächsten Part, ich weiß nicht, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Dann mache ich im nächsten Part mit euch zusammen Yuan Shu platt. Also jetzt mache ich erstmal offscreen diese Schlacht. Ja. Ja. Genug Offiziere haben wir, sollte eigentlich klappen. Zhang Liao, Sima Yi, Dongjua. Dongjua kann der Boss sein. Kann doch nochmal Boss sein hier. Lucky Boss. Ja, auch schon, natürlich. Zhang Xiu, King Midang. Passt genau. Ein Team, habe ich gut abgeschätzt. Epic. Gute Sache. Let's go. Schauen wir uns das mal an und dann mache ich das offscreen. Weil,
Na gut, wenn jetzt einer erst hier in diesem Szenario eingeschaltet hat. Freunde, ich mache immer die Verteidigungsschlachten offscreen, weil es einfach sonst zu lange dauert. Ich meine, das sind so schon, glaube ich, 80 Parts. Und ja, die wiederholen sich zu oft sonst, die Schlachten. Und die meisten Schlachten müssen wir sowieso eh öfter machen, weil es ja mehrere Szenarios gibt. Deswegen muss ich die euch nicht zeigen, darum. Ich wollte Explosions wieder raus tun, obwohl es episch ist. Und dafür mache ich wieder hier Mobilize rein. Genau. Shoot! Dann gucken wir uns das mal an. Hushier! Okay. Hushier, den möchte ich auch haben irgendwie. Madai, Huang Fusong. Na gut, Xun Yu mit OU und mit U. Ja, ja, das sind ganz gute Strategen. Top, bis gleich. Ja, ihr seht, da ist ja schon wieder die gleiche Schlacht darum. Sinnlos. Seht uns im Lager des Gegners. Wenn ich es bis dahin schaffen sollte. Da ist er, der Sack, der Hushier. Ich hab noch Lightning Speed. Oh, ist gerade zu Ende. So, immovable. Und da sei nur eins. Oh, tschüss, Mann. Das war's. Einfach nur overpowered. Aber dann gut. Ey, wie es genau passt! Die Ochan spricht Le Bou Stanley an, ey. Es ist so authentisch. Aber Empires kann es ja mal passieren, dass Offiziere und so bei anderen Herrschern sind, wie wir beim ersten Part hatten, ja, Lu Meng bei gelben Turbane. Aber das ist so authentisch. Mit Dio Chan, wie sie mal ankommt zu Lubu und so. Das ist einfach nur geil. Das wird das beste Szenario, kann ich euch jetzt schon sagen. Weil es einfach so authentisch ist. Release. Oh. Ja, ein Ding, Release. Die habe ich alle gefangen genommen, die Säcke. Doch. Du kannst mal baden gehen. That brains alone cannot beat Brown. Tja. Madai. Wo habe ich den denn gefangen genommen? Der hat meine Kumpels gefangen genommen. Zheng Liao, oh, nö, kein Bock so. Tschüss. Sind wir los? Das will ich nicht so lauber. Ja. Huang Fusong hätte ich auch ganz gerne. I guess we've got no choice. We have to push the manner. Things will only get worse. Ja, der hat wenigstens vernünftig gehandelt. Oh, Su Yu. Su Yu. I must refuse. Tschüss. Kriegen wir wenigstens Will it nie, also Evil ran. Das ist. That's what I want. Weil das andere bringt ja nur Kind Rang hoch. Und den Kind Rang, den will ich mit Lu Bu nicht. Aber Evil. Ich will versuchen, noch Ultimate Might zu bekommen, aber das wird schwierig. Oh. Ach so, das kennen wir schon. ja. Employ. Was haben wir denn hier? Beziehungsweise wen haben wir hier? Ja gut, das sind die gleichen. Ist klar eigentlich. Interact. Oh, Dongjua immer noch eh. Willst mich ja wohl nicht verraten, oder? Oder? Taon. Ich guck mal, was der Carpet hat. Dann können wir uns mal ein besseres Ambiente kaufen. Also das finde ich ja hässlich. Nur einfach so ein Tisch. Du hast hier einen Stammtisch oder was? Wirkt so familiär. Ist es eigentlich auch. Dio Chan, Gao Shun. Kennen sie doch alle. Wo ist der? Da hinten ist er. Der Carpenter. Ja, mehr können wir jetzt auch mit dem Geld nicht machen. Luxurious Castle. Ja, warum nicht? Small Castle Black passt auch zu Bu. Zu Lu Bu. Habe ich schon wieder Buhu gesagt? Zu Lu Bu. Weil er ja auch schwarz ist. Ja, ansonsten ist doch nichts Gescheites. Oh boy. Ich würde sagen, wir nehmen die Black Castle. Oder wollen wir tatsächlich da. Ach komm, Black.
warum hast du das andere dann gekauft? Einfach so. Guck mal, was ich noch kann, weil ich so viel Geld hab. Dumm. Sehr dumm sogar, weil ich mein ganzes Geld verschwende. Aber Freunde, ich brauche es nicht. Tja, alles gekauft. Mann, bin ich episch. Ich kann mit Geld posen. Ich bin Lubu. Immer noch 40 Goldstücke über. Ah, guckt her, wa? Ach ja. So ist es. Ja, ich würde sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat, falls nicht, das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dann greifen wir Johann Schuh gemeinsam an und nehmen ihn alles, was er hat. Das heißt, wir greifen das Land an und dann greifen wir das Land an. Mit Johann Schuh selber, Julian kam eben auch schon zur Verstärkung, ist also auch ein bisschen geschwächt hier. Wird sehr interessant, ich weiß nicht, um wen wir uns dann kümmern. Ich schätze mal Liu Biao, weil der gleich hier seine Zentrale hier hat. Dann vielleicht Huang Shao oder Sun Jian. Ja, Sun Jian muss weg, bevor der noch größer wird. Größer im Sinne nicht von wachsen, sondern von mehr Macht bekommen. Tja, Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, schauen. Danke fürs Anschauen. Haut rein, macht's gut.